Wir gelangen uns zu den Punkten 8 und 9. Mehr als 11 Stunden debattieren die Abgeordneten heute bereits. Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 8 bis 9. Hierbei geht es um eine Novelle zur Exekutionsordnung. Diese soll in erster Linie Erleichterungen für Gläubiger bei der Durchsetzung ihrer Forderungen bringen. Und zwar dann, wenn es um die Eintreibung von Forderungen in anderen Ländern geht. So soll etwa verhindert werden, dass Schuldner durch Abheben oder Überweisen von Geldern auf einem Bankkonto innerhalb der EU die Vollstreckung eines Exekutionstitels gefährden. Bei der Lohnpfändung wiederum wird die Zusammenrechnung von mehreren Bezügen vereinfacht. Außerdem geht es um Exekutionen gegen Unterhaltsschuldner. Hier ist es möglich, dass unpfändbare Existenzminimum der Schuldner um 25% zu unterschreiten.